Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, aber der 7. Tag ist der Tag des Herrn. Und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den 1. Tag der Woche als den Tag. Man muss rechtzeitig dagegen sein, weil das Abkommen hat so viele Gefahren. Wenn wir jetzt nicht unsere Hand heben, dann, wenn am Schluss können wir alle nur noch Ja oder Nein sagen, dann ist es vielleicht zu spät. Aber jetzt habe ich das gelesen und es ist auch durchaus, also manches macht einem Angst. Mhm. Trotzdem versuche ich auch immer die Befürworter zu verstehen. Und dann denke ich an so Leute wie Ilse Aigner, ja, mhm, unsere bayerische große Hoffnung, künftige bayerische Ministerpräsidentin, mhm, falls Söder was zustößt. Und sie hat gesagt, Leute wie Sie leben von der Skandalisierung. Ja? Mhm. Wo ist denn jetzt, wo ist für Sie der Haken bei dem ganzen TTIP? Weil das TTIP heißt ja Freihandelsabkommen, aber es geht eben nicht so sehr um Freihandel, weil der Handel funktioniert schon sehr gut zwischen den USA und Europa. Zölle gibt es auch keine mehr, sehr hohen. Beim TTIP geht es darum, dass man Regeln, also Blinkerfarben oder auch Lebensmittelkennzeichnung, dass man die angleicht. Was sinnvoll wäre, ne? Das kann sinnvoll sein, aber die Gefahr ist eben bei Lebensmittelkennzeichen oder anderen, sagen wir mal, gesellschaftspolitischen Regeln, dass dann im Verbraucherschutz, im Gesundheitsschutz, im Umweltschutz die sogenannten Standards gefährdet werden, vor allen Dingen, weil sie nicht mehr weiterentwickelt werden können. Das ist das größte Problem von TTIP. Sigmar Gabriel verspricht uns ja, die Standards werden nicht gesenkt. Ja. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass bei diesem Abkommen ist es wirklich so, die Konzerne Zugriff auf die Gesetzgebung bekommen und dann die Weiterentwicklung schwieriger, mhm, wird, weil ist ja nicht so, dass bei uns alles gut ist. Es muss ja weiterentwickelt, ja, werden. Und man könnte nicht mehr viel machen, sagen Sie. In dem Buch steht es ja auch, das Problem ist dann die regulatorische Zusammenarbeit. Das heißt, bevor, mhm, hier irgendeiner auf die Idee kommt, ein neues Gesetz zu machen, mhm, muss er sich sozusagen erstmal mit den Amerikanern absprechen, ob das erlaubt wird und ob es zum Freihandelsabkommen passt. Ja, das also schränkt uns in der Gesetzgebungsfreiheit ein, sagen Sie. Ja, das ist ein Riesending. Bei der zukünftigen Weiterentwicklung von den Gesetzen, da stimmen sich erstmal die Regulierung zwischen den USA und den Europäern ab. Das heißt also, das Parlament bleibt bei seiner Kernaufgabe, Gesetze zu machen, außen vor. Und die Regulierungsbehörden werden beeinflusst von den Industrieinteressen. Das heißt also, dieses TTIP ist ein Angriff auf die Demokratie. Und darüber redet die Regierung nicht, die SPD schon gleich gar nicht, Frau Fahimi auch nicht. Die streitet das sogar ab. Und ich hab zwei Sachen bei jetzt gerade wieder gelernt, weil ich vor ein paar Tagen mit einem vom Wirtschaftsministerium diskutiert habe. Die Regierung lügt uns an. Sie enthält uns wichtige Informationen vor. Sie sagt nicht, welche Risiken es gibt. Ja. Sie redet nur über Vorteile. Aber bei TTIP, weil hinten gar nichts rauskommt, wenn man die Vorteile mit den Risiken, mhm, abwägt, kann man nur Nein sagen. Das wollte ich Sie nämlich jetzt fragen, weil ich spüre ja diese tiefe Überzeugung von denen. Mhm. Ja, und dann frage ich mich, wissen die eigentlich, dass es anders ist? Oder sind die so überzeugt? Und Sie sagen aber, Sie sind Lügner. Das heißt, die Befürworter des Freihandelsabkommens sind für Sie wirklich Lügner. Das sind Leute, die uns zumindest die Wahrheit vorenthalten. Und die kann man auch Lügner nennen. Und die da wirklich drin verhandeln und die Spitzen, die wissen es. Wir wissen es auch aus den Dokumenten, die jetzt auftauchen, die vertraulich sind und veröffentlicht worden. Wir wissen es, dass die Risiken kennen, gerade bei dieser regulatorischen Kooperation. Aber sie sprechen nicht darüber, sie sprechen nur über Blinkerfarben. Die sollen doch mal einen Vorteil nennen, der nicht Notgriffe ist, Blinkerfarben, ja, oder Druckbehälter, sondern uns für einen Vorteil bringt, zum Beispiel bei gesellschaftspolitischen, ja, Standards, bei der Lebensmittelpolitik. Höre ich nichts. Wobei man da sagen muss, da heißt es immer Hormonfleisch, Chlorhühnchen. Und dann tun wir so, als ob also unsere kleinen Bauern liebevoll ihre Hühner streicheln und abends noch ein Betthupferl auf die Stange legen. Ja? Es ist ja auch nicht so. Ja? Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also bei Lebensmitteln in der Landwirtschaft und beim Tierschutz, da ist es auf beiden Seiten des Atlantiks nicht besonders gut. Ja. Und klein ist nicht unbedingt gut und groß ist nicht unbedingt schlecht in der Landwirtschaft, nicht unbedingt. Deswegen ist die große Gefahr, dass beide Seiten sich so einigen, wir lassen alles beim Alten. Ja. Und dann geht es nicht weiter voran und das ist das große Problem von TTIP, weil nämlich, wenn gleichzeitig die Unternehmen Zugriff auf die Regulierung haben, ja, dann rührt sich nichts mehr. Das Chlorhühnchen wird natürlich nicht kommen, das kann sich ja keiner leisten.
es wird sich sowieso nichts unmittelbar verschlechtern, aber in der Zukunft wird es schwieriger sein, wenn überhaupt nicht unmöglich, weiter voranzugehen. Und da ist das große Problem. Aha. Jetzt wird ja auch, was ich auch kritisiere, dass es wenig, also alles sehr geheim stattfindet. War das für Sie sehr schwer, an Informationen zu kommen? Waren Sie in Brüssel mal? Haben Sie mal diese, es gibt ja nur, glaube ich, wenige Abgeordnete, die da überhaupt mal in die Dokumente gucken dürfen? Nein, da war ich nicht. Das ist ja nur wenigen Leuten vorbehalten. Aber die Öffentlichkeit ist deshalb ein großes Problem. Das kann man auch nicht mit dem Autokauf vergleichen, was immer gesagt wird, weil dort werden ja Gesetze verhandelt. Gesetze, die das Leben von hunderten Millionen von Verbrauchern betreffen. Und Gesetze dürfen nicht im Geheimen verhandelt werden. Ja. Die müssen mit der Öffentlichkeit, mit den Abgeordneten rückgekoppelt werden. Und das hier liegt eine wirklich schwerwiegende Verletzung des Demokratieprinzips vor, was überhaupt nicht zu akzeptieren ist. Und wie erklären Sie sich, dass das Europaparlament jetzt kürzlich aus einer großen Mehrheit aus Konservativen und sogenannten Sozialdemokraten, dass die jetzt also da praktisch das begrüßt haben und gesagt haben, wir wollen das. Begreifen die das nicht? Wollen sie es nicht begreifen? Das verstehe ich nicht. Also das sind die nicht doof? Nein, gar nicht. Also wenn sie oder vertreten sie bewusst die Interessen von den Konzernen? Ich glaube, dass die Mehrheit nach wie vor sagt, wir haben da wirtschaftliche Vorteile, die überwiegen die Risiken, und die transatlantische Partnerschaft mit den USA ist uns wichtiger als alles andere. Aha. Das beide zusammen macht die Mehrheit. Aber vergessen Sie nicht, wenn Sie die Resolution im Einzelnen lesen, die Abgeordneten haben alle neuralgischen Punkte erkannt. Da stehen viele Warnungen drin. Das sind ja nur Empfehlungen. Ja. Die haben ja das nicht begrüßt. Das sind Empfehlungen an die Kommission, weil nicht die Europaabgeordneten verhandeln das Abkommen, sondern die Kommission. Ja. Ich glaube, dass der Parlamentsbeschluss viele Möglichkeiten gibt, da noch was zu machen. Denn die Abgeordneten wissen wohl Bescheid. Ja, aber es ist auch gar nicht sicher, ob sie am Ende tatsächlich zustimmen dürfen, wegen offenes Verfahren oder... Naja, also es ist so, die Europaabgeordneten werden zustimmen dürfen, wahrscheinlich auch die nationalen Parlamente. Aber die größere Gefahr, über die Regierung übrigens auch nicht gerne redet, ist, dass der Ministerrat das Abkommen in Kraft setzen kann, also vorläufig anwenden kann, ohne dass überhaupt ein Parlamentarier in den Mitgliedstaaten die Hand gehoben hat. Und das ist auch zutiefst undemokratisch. Aber die größere Gefahr, über die Regierung übrigens auch nicht gerne redet, ist, dass der Ministerrat das Abkommen in Kraft setzen kann, also vorläufig anwenden kann, ohne dass überhaupt ein Parlamentarier in den Mitgliedstaaten die Hand gehoben hat. Und das ist auch zutiefst undemokratisch. Aber die größere Gefahr, über die Regierung übrigens auch nicht gerne redet, ist, dass der Ministerrat das Abkommen in Kraft setzen kann, also vorläufig anwenden kann, ohne dass überhaupt ein Parlamentarier in den Mitgliedstaaten die Hand gehoben hat. Und das ist auch zutiefst undemokratisch. Aber die größere Gefahr, über die Regierung übrigens auch nicht gerne redet, ist, dass der Ministerrat das Abkommen in Kraft setzen kann, also vorläufig anwenden kann, ohne dass überhaupt ein Parlamentarier in den Mitgliedstaaten die Hand gehoben hat. Und das ist auch zutiefst undemokratisch. Jetzt hat ja die EU-Kommission auf die Kritik reagiert, dass es alles so geheim ist, und stellt ja seit Anfang des Jahres Dokumente ins Netz, damit es etwas transparenter wird. Ich habe mal gelesen, so ein Dokument erhält 25 Klicks pro Tag. Das ist recht bescheiden. Ja? Also glauben Sie, dass es gut, ich gebe zu auf Englisch, aber glauben Sie, dass es der Mehrheit doch eigentlich wurscht ist? Nein, das glaube ich nicht, aber wenn Sie sich die Dokumente anschauen, die sind ja auch nur selektiv. Sie kriegen nicht alle Positionspapiere. Die Positionen der Amerikaner kriegen Sie überhaupt nicht. Das heißt, wenn Sie nicht tatsächlich selber verhandeln, dann können Sie sich keinen Stand über die Verhandlungen machen. Sie wissen eigentlich nicht, wo wir stehen. Und das ist an sich schon eine Unverschämtheit, weil es betrifft uns ja. Und ich kann jeden verstehen, der da nicht reingeht, wenn Sie es versuchen. Sie können mit den Dokumenten nichts anfangen, wenn Sie nicht den ganzen Zusammenhang kennen. Aha. Sind Sie für Ihr Buch jetzt angegriffen worden von den Befürwortern? Aber hallo. Ja, aber was erlebt man da so? Naja, der Peter Tauber von der CDU, der hat mich Angstlobbyist genannt. Aha. Oh ja, das ist ja fast wie Ilse Eichner. Und, ne? die Frau Fahimi war auch nicht gerade freundlich zu mir, als ich bei ihr war. Nee? Nee. Nee, hat sie sich zur Sau gemacht? Ja, naja, versucht. Waren Sie unfreundlich, wie ich sie empfangen habe? Da habe ich eine andere Erinnerung. Aha. Was? Was hat sie denn gesagt? Naja, der SPD-Kurs zu TTIP ist ja wirklich ein wahrer Zickzack-Kurs, gerade bei den Schiedsgerichten. Also da ist kein Verlass drauf. Ja, er will ja, der Sichma will ja internationale Schiedsgerichtshöfe
transparent besetzen. Ja, das als hat, Kompromiss. Also, richtig? Also, ich hört gar nicht also mehr zu. Das, ja. der Kompromiss, der jetzt im Europaparlament abgesegnet worden ist, auf Vorschlag der SPD, das ist ein fauler Kompromiss. Es wird nach wie vor Paralleljustiz geben. Wir brauchen keine wir brauchen keine zweite Justiz. Wir haben eine Justiz. Die Ursache all dieser Verwerfung zwischen Arm und Reich liegen mathematisch begründbar in einem Prozess, und das ist schon vor vielen Jahren, vor vielen, vielen Jahren, schon längst erkannt worden. Und dieses Problem ist ein verzinstes Geldsystem. Das verzinste Geldsystem ist ein großes Problem, ist eine große Ursache, nämlich nicht eine, sondern die große Ursache der Umverteilung von Arm auf Reich. Aber die Ursache ist interessant, die mache ich am verzinsten Geldsystem fest. Ich mache das. Und es gibt einige Leute, die sagen, nein, das ist ja gar nicht wahr, und da gibt es auch schon viele andere, aber ich möchte auch nachher darauf eingehen, noch ganz kurz. Spannenderweise ist diese Thematik in allen gesellschafts- und politischen Strukturen niemals als Thema aufgegriffen worden und diskutiert worden. Oder hören Sie irgendeinen, der davon spricht? Niemand. Nicht in den Mainstream-Medien. In den Verschwörerseiten, die Wissensmanufaktur oder solche Sachen, wie man denn gerne so sagt. Ja? Und wir sind ja nun wirklich noch eine der ganz seriösen Seiten. Bloß wir verstoßen natürlich dann gegen ganz bestimmte Manifeste. Und das tut weh. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass das verzinste Geldsystem im Rahmen einer Demokratie vielleicht einfach mal diskutiert werden müsste? Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass ein Herr Gabriel oder ein Herr Trittin oder eine Frau Merkel oder wer auch immer, die mächtigste Frau in Deutschland ist ja Frau Ackermann, möchte ich mal sagen, und nicht Frau Merkel. Und ich möchte einfach nur sagen, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass die wirklich darüber offen in irgendeiner Form diskutieren? Nein, man diskutiert nicht drüber. Egal, ob es sich um sozialistische Systeme handelt. Wer sich mit Karl Marx beschäftigt hat, wird feststellen, er hat die Arbeiter- und Arbeitgeberklasse auseinanderdividiert, gesplittet. Und es drängt sich der Verdacht auf, dass auch er Spieler des Systems war. Und zwar derselbe Spieler wie heute auch ein Obama, der genau dasselbe macht. Oder ein Gewerkschaftsboss oder was auch immer. Und ich will hier nicht Leute angreifen, sondern sie sind alle Funktionäre und stehen natürlich unter Drücken und müssen sich irgendwie alle finanzieren, weil das ist ihr Problem. Sowohl der Sozialismus als auch der Kommunismus als auch der Nationalsozialismus, der Kapitalismus sowieso, und auch die Demokratie haben das Thema des verzinsten Geldsystems und deren Verwerfungen niemals thematisiert, sondern geächtet. Punkt. Aus diesem Grunde schließe ich ganz kesch daraus, ketzerisch heraus, dass diese ganzen Systeme offensichtlich einem Machtsystem unterliegen.